Bevor wir jetzt gleich mit den linearen Gleichungssystemen loslegen, ein kleiner Tipp für den Umgang mit Wolfram Alpha und Firefox, geht aber bestimmt bei anderen Browsern auch. Ihr surft einfach wolframalpha.com an und könnt dann in die Suchmaske hier Wolfram Alpha hinzufügen. Einfach hier klicken. Also ihr kommt in dieses Menü mit dem, wenn ihr oben auf den Pfeil klickt und dann Wolfram Alpha hinzufügen. Jetzt haben wir Wolfram Alpha hier als Suche eingetragen und haben quasi das Wolfram Alpha Eingabefeld dann hier rechts oben. Vereinfacht es ein bisschen, weil wenn ich jetzt die Gleichung abtippe, habe ich das alles in einem Fenster. Also wir sind auf Wikipedia und dort haben wir ein lineares Gleichungssystem gegeben und die Lösungen, mit denen wir dann gleich überprüfen können, ob das Wolfram-Alpha-Ergebnis auch korrekt ist. Also ich gebe jetzt mal die lineare Gleichung ein und gebe ihm auch gleich den Befehl mit, dass er das auflösen soll. Das mache ich einfach mit der Eingabe von solve, also für Englisch für lösen. Mach die Klammer auf und fange jetzt einfach an einzugeben. Aber vorher noch der Hinweis, dass ich x1 x nenne, x2 y und x3 z. Also fangen wir an. 3x plus 2y minus z ist gleich 1. Wenn ich jetzt die nächste Gleichung anschließe, muss ich das mit dem Befehl sozusagen end machen, dass er weiß, dass diese zwei oder drei Gleichungen zusammengehören. 2x minus 2y plus 4z ist gleich minus 2. Und jetzt hier wieder das and. Dann minus x plus 0,5, also kein Komma, sondern hier ein Punkt, ist mathematisch korrekt wohl. So, 0,5y haben wir hier. Minus z ist gleich 0. Und ich kenne es jetzt von meinem Taschenrechner so, dass ich eben angeben muss, was ich denn überhaupt gelöst haben will. Ist aber auch gar nicht nötig. Also ihr könntet auch die Klammer schon hinter der 0 einfach zumachen und Enter drücken. Da kommt, würde jetzt das Gleiche rauskommen. Aber ich bin es von meinem Taschenrechner eben so gewöhnt, dass ich ihm sagen muss, ich will x, y und z als Ergebnis rausbekommen. Deshalb gebe ich das hier jetzt noch mit ein. Könnt ihr genauso machen, soll nicht euer Schaden sein. So, ich bestätige das mit Enter. Und siehe da, wir bekommen das Ergebnis x1, kriegen wir 1 raus, y, also x2 ist minus 2 und x3 ist minus 2. Und wir können mal vergleichen. Genau, 1 minus 2 minus 2, also so wie wir es auch raus hatten.